Ja, willkommen zurück zu Yoshi's Island für den DS. Wir sind in der Welt Nummer 5 angelangt und es ist die letzte Welt, die uns bevorsteht. Und ich glaube, diese Levels werden nochmal richtig hardcore opulentes Gestampfe. Und es ist natürlich ein Scrolling-Level. Ach du Scheiße. Also ich wage mich gerade zu entsinnen, ist dieses Level... Ja, aber dass dieses Level ja Hardcore war. Oh Mann, ja. Es ist wie ich mir dachte. Es wird noch mal. Wisst ihr, ich entsinne mich gerade, dass ich bei ich hier damals ziemlich am Fluchen war. Oh, meine Fresse. Ja, jetzt kommt noch so ein Vieh von hinten. Oh ja, natürlich. Hinzu kommen noch, dass diese Mistviecher überall die Unwesen treiben, diese springenden Mistviecher. Mann! Oh, ich lass mich von jedem Scheiß hier treffen. Ach du Scheiße, ja, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's richtig scheiße. Ihr seht, was los ist. Ja. Ja, pass auf deinen Kopf auf, ja. Ich hab's gemerkt. Oh, ich hasse diese Mistviecher. Die kommen so schnell. Und noch einmal plötzlich von... Ja, natürlich. Rutscht noch weiter, Yoshi. Oh Mann. Ich erinnere mich, wie beschissen dieses Level war. Oh, hier fliegt so viel rum. Wie gesagt, ich entsinne mich, dass es ging, dass die letzten Welten nochmal ja, Hardcore waren. Und wie ist hier, lag ich damit gar nicht mal so falsch. So, jetzt habe ich ja gemerkt, dass ich bei der nächsten Passage möglichst ja, da stehen sollte. Hier muss man so derbe aufpassen. So, komm, verpiss dich. So, etwa schon mal eine Phase geschafft von dem Ganzen. Jetzt kommt die nächste Phase. Und ich erinnere mich, dass ich hier in einem Level ziemlich
mehr gesessen habe damals. Ja. Remember Yoshi's Island, den ersten Teil? Falls ja, dann kennt ihr dieses Level bereits von der vom Grundprinzip her. Das, ja, klasse. Das konnte ich nicht wissen. Woher sollte ich denn das sehen? Das kam so plötzlich jetzt, da konnte ich nichts mehr machen. Das war jetzt echt unfair. Das war jetzt gerade echt unfair. Ach, oder soll ich... Ach ja, natürlich ist das doch wieder da. Oh, hab er noch 31 Versuche. Sag mal. Oh. Man kann es auch nicht sehen. Oder man drückt nach unten und sieht's dann. Meine Güte. So. Och, ja. So, schnell durch. Es ist so ultra nett. Es ist echt so ultra nett gebaut, die Stage. Oh, Donkey Kong. Verdammte Scheiße, schwebt nochmal. Beziehungsweise Yoshi. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht mit Donkey. Die Stage zu machen. Oh, deswegen. Nicht zieh weg hier. Bloß nicht zieh weg hier. Das Level ist mir nicht geheuer. So, Checkpoint, was kam jetzt? Oh nein, ich entsinne mich, das... Kam das jetzt? Ja. Ja, genau das war das. Genau das war das, nämlich das war die Passage. Ich erinnere mich. Ja, seht ihr, wie schnell das gehen muss? Seht ihr, wie schnell das Ganze gehen muss? Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Ich kann nicht schweben zwischendurch. Ich kann ohne Scheiß nicht schweben zwischendurch. Es geht nicht. Mache ich einmal kurz den Flatterflug zwischendurch. Reicht die Zeit nicht mehr. Dann wird's eng. Ja, ich kann mich auch nicht auf die Münze konzentrieren. Ich muss wirklich... Wenn du hier eine Sekunde lang stehen bleibst, dann bist du sowas von tot. Du bist einfach nur sowas von tot. Oh, die Ecke ist genauso scheiße. Ich habe sie damals die schwerste Passage im ganzen Spiel genannt. Und ich denke mal, nicht zu Unrecht. So, jetzt lasse ich das mal so. Hauptsache, ich komme hier irgendwie
durch. Ja, ich darf nicht schweben. Ich darf keine Sekunde lang irgendwie schweben. Wirklich nicht eine einzige fucking Sekunde. Ist mir das Ei auch egal. Oh. Vor allem, wie soll man in der kurzen Zeit, wie soll man in der fucking kurzen Zeit das Ei verschießen, sich die Münze schnappen und dann noch weiterrennen? Ich meine, ihr seht, wie schnell dieses Ding ist. Ja. Ich darf nicht stehen bleiben. Jeder Sprung muss so perfekt sitzen, dass man nicht wirklich Zeit hat, irgendwo kurz anzuhalten. Die Sprünge müssen kurz sein. Ja, du darfst auch keine Decke. Nee. Das ist asozial. Wirklich, das ist hochgradig asozial, finde ich. Das kann mir kein anderer erzählen, dass das eine faire Passage ist. Gehört echt erschlagen, der dieses Level gemacht hat. Das kann nicht angehen. Sowas kann man doch nicht. Mein Gott, das ist Yoshi's Island und nicht Kaizo Mario. Ja, und dann müssen da noch Shy Guys rumlaufen. Als sei das nicht hardcore genug. Oh, ja, jetzt mach hinne, Mario. Oh Gott. Das ist hardcore. Ich hab's ja bereits mal erwähnt, die Level in diesem Spiel sind teils, vor allem später. Ja, nicht hardcore schwer, aber sie sind verdammt nochmal fordernd. Ich meine, was ihr gerade sagt, das sehe ich persönlich nicht als einfache Passage an. So. Albatros-Klippen. Warte mal, was man... Ach ja, die Albatrosse. Ja, die Stage war auch nicht gerade besser. Ich meine, gut, sie ist zwar recht nice aufgebaut, aber ja, ihr seht noch, was es mit den Albatrossen auf sich hat. Die werden uns noch schön auf die Nerven gehen. Ja, da fliegen sie auch schon. Also ich kann nur sagen, wirklich mein Respekt, wer hier 100% schafft in dem Spiel. Der hat wirklich meinen vollsten Respekt. I'm damn fucking serious. Der hat meinen vollsten Respekt. Ich meine, ihr habt teils gesehen, was die verlangen. Ich meine, allein schon das letzte Level. Ihr habt gesehen, wie wenig Zeit ich hatte. Ihr habt gesehen, wie teils perfekt ich springen musste. Ach ja, ich bin tot. Dieses Spiel ist deutlich schwerer als der erste Teil von Yoshi's Island. Dieses Spiel ist wirklich, vor allem gerade in den letzten Levels, deutlich schwerer. Und mein Hauptziel ist, das Ganze irgendwie heil zu überstehen. Das ist wirklich mein Hauptziel.
Gut, ich meine, ich habe es zwar bis jetzt ohne Game Over geschafft, aber... Oh, ich hasse diese Möwen. Beziehungsweise... Ja doch. Oh Mann, ich stand doch auf dem Teil drauf. Was soll denn das? Oh ja, natürlich. Geht's bitte mit noch mehr Möwen? Ich weiß nicht, sind das gerade die Hitboxen vor diesen Möwen? Weil ich stand ganz deutlich drauf. Nee, ich stand nicht ganz deutlich drauf. Ich komme vom Scrolling manchmal auch im Stich gelassen vor. So, jetzt rauf da. Bitte ohne... Och, was war das denn jetzt, bitte? Ich muss wirklich genau auf dieser scheiß Möwe stehen. Jetzt schluck ich den Kollegen gleich. So, wie irgendein Scheiß angeflattert kommt. So. Jetzt bleib ich hier stehen. Zwar bis mich diese verdammte Möwe zum Ziel fliegt, ist mir scheißegal. Ich will einfach nur ins Ziel. Ist hinten vielleicht noch was? Ne, das ist ein Abgrund. Ja, und das Tolle ist, es ist noch nicht vorbei, Leute. Es geht ja noch weiter. Das war tatsächlich so, man muss tatsächlich in diese... Ja, reinschießen. Ja, natürlich doch. Fick dich, du scheiß Möwe. So, das Scrolling ist auch teils wieder wunderbar, wie man gerade gemerkt hat. Ich glaube, ich bin so... Was ging noch? So, bloß rein da. Jetzt zieh langsam bitte.
Ich hätte keinen Möwe in eine Richtung. Da fliegt gerade einer. Muss ich dazu noch was sagen? Liebsten würde ich gerade gar nichts dazu sagen. Ich glaube, das mache ich auch nicht. Können mir sagen, was ihr wollt, ist mir gerade scheißegal. Können gerne mal runterscrollen. Seht ein bisschen mehr vom Level. Was da noch gewesen wäre. Guten Kami Noob. Ist mir sowas von egal. Es war so richtig, da drauf zu bleiben. Es war so klar. Es war so klar. Es war einfach nur so fucking klar. Ich hätte drauf bleiben sollen. Ja, natürlich. Meine Fresse. Meine Güte, hau ab. Mir scheißegal. Obwohl, das ist Ziel. So. Fertig. Das war's von diesem Part und bis zum nächsten Mal, euch ist der NDS. Bis dann, ciao!